Hallo ihr Lieben und viele Grüße aus dem Wald. Hier ist René von Outdoor Saxonia und heute geht es wieder um die Hängematte. Heute stelle ich euch eine neue Hängematte vor und werde auch darin übernachten. Ja ihr Lieben, heute habe ich eine neue Hängematte am Start. Und zwar ist es einfach mehr als eine Hängematte, nicht einfach nur eine Hängematte. Es ist ein komplettes Camp. Ja, das heißt Hängematte, Moskitonetz und Tarp in einem. Und zwar von der Firma Amazonas, das Amazonas Ultralight Traveler Camp. Ja, hat mir die Firma Amazonas freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und was das genau kann, das sehen wir uns an. Die Anleitung, die Aufhängung und das Camp. Ja, das ist der Beutel mit dem Mesh. Da kann die Hängematte ein bisschen atmen, ne, wenn die dann nass da drin ist. Gut, die Aufhängung. Amazonas hat ja ein eigenes System. Gibt auch noch so einen kleinen Beutel. Da sind die Baumgurte dabei. Die sind ja süß. Ja, wenn ich an meine Baumgurte denke, das sind riesen Kloppy-Teile und hundeschwer. Also im Vergleich zu dem hier. Das wiegt gar nichts. Da hoffe ich nur, dass das mein Gewicht aushält. Mal gucken, wie ich die am Baum festkriege. Dann haben wir die Hängematte. Da dürft ihr nachher, wenn die Baumgurte fest sind, wird es einfach nur eingehakt mit einem T-Stück und das war es im Wesentlichen gewesen. Ob es wirklich so einfach ist, ich schaue mir das mal an. Wie gesagt, das ist ein spezielles System von Amazonas, das kenne ich noch nicht so. Was heißt, kenne ich noch nicht so, ich kenne es überhaupt noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, das wird alles erstmal nur durch eine Schlaufe hier gefädelt und das war's. Und dann hält das hier auf Zug. Wirkung. So. Ich mache die jetzt mal ein bisschen auf Kopfhöhe, das Ganze aufhängen. Gegebenenfalls muss ich das noch ein bisschen, muss ich dann noch ein bisschen runtergehen. So, ich glaube, so wird ein Schuh draus. Okay. Ja, und hier haben wir dann so die T-Stücke für die Aufhängung. Das muss durch diese Schlaufe hindurch. Aber ihr habt ja gerade gesehen, das kann immer wieder versehentlich herausrutschen. Demzufolge gibt es hier natürlich noch eine Sicherungsschlaufe. Das ist diese hier. Da muss das also, und ihr seht, das ist nur eine kleine Öffnung. Da muss das auch durch. Und dann hängt das so da drin und ist absolut safe. Das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Das ist übrigens die Tropfleine. Das heißt, wenn es regnet. So, jetzt ist das nicht wie bei herkömmlichen Hängematten, dass man verschiedene Schlaufen hat, wo man die Entfernung einstellt. Es gibt hier nur universell zum Aufhängen. Und über diese Schnalle hier kann ich jetzt, und das ist aber schon aufs Kürzeste jetzt, also ich habe schon so weit wie es geht rangezogen, das gleiche auf der anderen Seite. Und jetzt brauche ich entweder andere Bäume oder es passt. Bei dieser Hängematte kann man ja diagonal drin liegen. Das heißt, hier gibt es nachher auch noch ein Fach für die Isomatte. Und dann, wenn du nämlich diagonal legst, dann ist die ja so gerade. Das heißt, da muss die nicht ganz so hoch hängen und ich habe die ja schon über Kopf. Aber es könnte sein, dass ich tatsächlich andere Bäume brauche. So, Freunde des gepflegten Schlafkomforts. Ich habe einfach nochmal abgemacht und habe mir mal andere Bäume gesucht. Das große Nachteil, oder der große Nachteil bei Hängematten ist halt immer, die passenden Bäume zu finden, also den passenden Baumabstand. Ihr habt ja zwar ein bisschen Spielraum zum Einstellen, aber nicht so viel. Das ist alles nur plus minus ein halber bis ein Meter Differenz. Also die Bäume müssen schon halbwegs passen. Ich habe jetzt zwei passende Bäume gefunden, habe es erstmal aufgehangen, noch nichts eingestellt. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir das Ganze jetzt vernünftig gespannt bekommen. Erstmal habe ich jetzt hier so den passenden Baumabstand, dass das von Haus aus schon mal ein bisschen halbwegs straff ist, die Ridgeline. Ich spanne die ja immer so ein bisschen noch eine Handhöhe über den Kopf an den Baum. Also ihr seht, wenn ich hier bin, ist es
Der Baumgurt kommt einfach unter den Baum. Ihr fädelt das hier durch und mit dieser Leine, die ja noch so dran ist, dass das, also ihr fädelt durch diese, also eigentlich ganz simpel, ihr macht den Baumgurt an den Baum, fädelt durch die große Schlaufe mit dem Pfeil das hier einmal durch. Und damit sich das nicht löst, durch die Sicherheitsschlaufe, fertig. So, dann war bei mir ein Fehler gewesen, aber nicht von mir, sondern an der Hängematte. Und zwar war bei mir die orangene Leine ab, die war lose. Und normalerweise ist die schon fest dran. Also die war lose gewesen bei mir und muss aber normalerweise dran, die bleibt auch dran, die macht man gar nicht ab. Die war aber ab gewesen. So. Und jetzt habe ich erstmal so die einzig logische Variante gefunden. Man kann das Tarp nämlich hin und her ziehen, das ist gut. Das hängt lose auf der Leine, du kannst das Tarp hin und her ziehen. Und die orangene Leine geht ja durch das unter dem Tarp durch die gesamte Hängematte, kommt hier raus. Na, ihr seht, das Tarp kann ich hier lose hin und her ziehen. So, das bedeutet, die Leine muss durch diesen D-Ring zum Umlenken und wird dann hier festgemacht. So, und um das Ganze nachher auszurichten, habe ich nämlich auf der anderen Seite das gleiche Spiel, nur in dem Fall, hier ist ein Karabinerhaken dran mit einer Spannvorrichtung. Das heißt, hier kann ich jetzt, das werde ich als nächstes machen, weil ihr seht ja, das hängt lose, das erstmal straff spannen. Bedeutet, der erste Schritt ist die Baumgurte, jeweils an die Bäume, nachdem ihr geeignete Bäume gefunden habt. Der zweite Schritt ist, Hängematte aufhängen, darauf achten, wo ist der Eingang. Der Eingang ist nur auf einer Seite, in dem Fall auf meiner Seite hier. Das seht ihr dort, wo der Reißverschluss ist. Zeige ich euch gleich. So, der nächste Schritt ist, diese komplette Leine in einer Linie straff zu kriegen. Die Hängematte spielt erstmal noch gar keine Rolle. Die ist noch nicht ausgerichtet. Hier, das ist noch lose alles. Das wird nachher individuell hier eingestellt. Das heißt, wenn das Tarp straff gespannt ist, die Rutschleine, könnt ihr die Hängematte noch individuell, wie ihr sie haben wollt, ausrichten und einspannen. Und das ist der Unterschied zu einer normalen Hängematte. Die hängt ihr an den Baum, müsst ihr ausrichten, dann müsst ihr noch das Tarp extra spannen und ausrichten und dann sollte das so alles passen, dann der andere Kiltner unten drunter. Und hier ist das im Wesentlichen alles schon an einem Stück dran. Ne? Und wenn das Tarp einmal oben straff ist und von der Sache her, wenn ich jetzt die Hängematte einmal ausgerichtet habe für mich, dann bleibt die ja so. Dann muss ich die in Zukunft ja nicht wieder neu einstellen, wenn ich es ja für mich den richtigen Winkel gefunden habe. Wichtig ist, dass das Tarp oben straff ist. Das machen wir jetzt. So, hier kann ich nichts machen. Hier ist einfach das Endstück. Ich ziehe das Tarp noch ein Stück hier rüber. Und auf der anderen Seite sorge ich jetzt dafür, dass das Ganze hier straff ist. Also, um das hier zu spannen, wird alles über diesen Karabiner geregelt. Das heißt, Klemmwirkung erstmal wieder lösen. So, und jetzt muss ich, ne, ihr seht, nehme ich das Tarp noch ein Stück wieder rüber. Auf der anderen Seite noch einmal. Erstmal halten, wieder hier rüber. Es liegt ja wie gesagt lose auf der Leine. So, und jetzt kann ich noch einmal spannen. Und jetzt habe ich es straff. So, ihr seht, jetzt habe ich das so weitestgehend erstmal straff aufgehangen, noch nicht 100%. Ein bisschen Spielraum habe ich noch, das spanne ich jetzt nochmal nach. Wieder hier rüberziehen. Ja, ich kann nur von einer Seite spannen. Muss man also auch ordentlich festspannen. So, als nächstes werden wir das Tarp abspannen. Es sind 4 Heringe mitgeliefert, die zeige ich euch gleich. Aber wir richten es erstmal aus. So. Hier ist noch ein Beutelchen dabei, da sind Heringe drin. Kleine Amazonas-Heringe. 4 Stück, mehr braucht er auch nicht. Es sind genau 4 Aufnahmepunkte. Und auch hier habt ihr noch die Lines zum Abspannen, die sind schon dran, ne, die müsst ihr ja nur rausholen. Knoten hätte ich gar nicht aufmachen, brauchen einfach nur ziehen. Seilspanner ist auch dran, aus Metall, nicht immer diese ollen Plastikteile. So, mit dem hier kann man wahrscheinlich tatsächlich was anfangen.
Ich tue nachher nochmal nachspannen. Ja, kann man alles nochmal nachspannen. Aber jetzt geht es darum, erstmal die Hängematte auszurichten und richtig einzustellen. Abtropfleihen wichtig, ne? Immer frei, dass die nicht vertüdelt ist, dass sie frei hängen kann, damit das Wasser ablaufen kann. So, und jetzt gehen wir hier mal rein. Okay. Oh, mal reinsetzen. Naja, ganz schön weit unten. Ich werde jetzt noch ein bisschen nach oben machen. Und dann, ne, das Tarp ist unabhängig davon unberührt. Und ihr seht schon mal, was hier für ein Riesenraum ist. Alles mit Mückenschutz. Das Netz hängt hier so, da habt ihr also hier gar keine Probleme hier drin. Habt rundum, seid hier safe. Schöne Sache. Ihr müsst also von unten einsteigen. Einfach unter das Tarp. Unten der Reißverschluss ist dann, ja, man kommt wirklich quasi von unten in die Hängematte so rein. So, aber die hängen mir zu tief, also ziehen wir die mal ein Stück höher, auf der anderen Seite auch. So, auch hier einfach diese Metalllasche hier halten und am Riemen ziehen. Ne? Ihr müsst euch mal am Riemen reißen. Wir gehen mal wieder rein. Ne, ihr seht schon, wenn ihr hier reinkommt, in der Mitte seid ihr mittendrin. Okay, gut. Oh, jetzt ist ganz schön hoch. Das ist es wahrscheinlich schon zu hoch gewesen. Hier unten ist schon mal das Fach für die Isomatte. Das probieren wir auch gleich noch aus. Ja, hier ist schon ganz schön warm hier drin. Ne? Aber ich glaube, wenn ich diagonal liegen will, müsste man es ja vielleicht ein bisschen lockerer machen, vermute ich. Das werde ich dann gleich mal machen. Ich gehe jetzt mal die Luftmatratze aufblasen und schiebe die schon mal rein, damit ich nämlich, die wird nämlich schräg reingeschoben, nicht gerade, weil ihr auch schräg drin liegen sollt. Und ich liege dann quasi schräg auf der Isomatte. Da ich aber nicht genau weiß, wo die nachher liegt, werde ich die jetzt mal aufblasen oder aufpumpen und schon mal hier reinstecken. Und dann stellen wir nochmal final die Hängematte ein vom richtigen Winkel. Wobei, die gibt doch nach, ich merke das. Ich nähere mich wieder ein Stück weit dem Boden. Das ist halt das Material, ist ja klar. So eine Hängematte gibt halt immer noch nach. Deswegen, wenn ihr die einmal aufgespannt habt, euch reinsetzt und ihr sagt, oh, das ist ja viel zu hoch, wartet mal noch 1-2 Minuten, die Hängematte gibt noch nach. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, noch tiefer spannen oder ist es die richtige Höhe bzw. der richtige Winkel. So, aber warm ist es ja drin, wie verrückt. Lappen habe ich an, Isomatte habe ich reingeschoben, hier so ein Einsteckfach, da habe ich meine Klimme reingelegt, die liegt natürlich diagonal drin und dann wollen wir mal reingehen. So Freunde, wir sind drin, ja, ist natürlich eine gute Belüftung, weil hier durch das Netz hier rundum die Luft zirkulieren kann, das ist schön. Ansonsten ja mit diagonal drin liegen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über das Schlafen in der Hängematte. Problem ist, ich habe immer noch das gleiche Problem. Ich finde hier nicht wirklich diagonal Platz hier drin. Die Hängematte ist natürlich auch nicht die größte. Das muss ich natürlich dazu sagen. Ich glaube 2,70 Meter. Ich bin 1,85 Meter. Ich glaube, ich stoße hier schon an meine Hängematte ist übrigens die gleiche Größe. Ich denke, die ist auch zu klein für mich. Das Camp gibt es aber nicht noch größer. Das ist eine Uni-Größe. Ja. So, mal gucken, wie ich dann heute Abend hier im Schlafsack liege. Ansonsten, was ich ein bisschen störend finde, dieses Netz hängt mir hier im Gesicht, auch hier oben. Ne, das hängt dann so. Also ist es ja schön, dass hier drüben alles luftig ist, aber ich schlafe ja nicht so mit den Armen draußen, sondern ihr hängt es mir wieder ein bisschen im Gesicht. Ich muss das nach da hinten machen, das geht. Aber wenn natürlich draußen ein bisschen ein Lüftchen geht oder ein Wind, dann wedelt es das immer wieder rein. Und hier habe ich es auch, gerade wenn ich diagonal liege, wenn ich in der Mitte liege, wäre das gar kein Problem. Aber der Plan ist ja diagonal zu liegen. Ich liege übrigens genau auf meiner Isomatte jetzt drauf. Also die Isolation nach unten müsste eigentlich gut sein. Allerdings
habe ich hier permanent, wenn das hier mal noch ein bisschen so gestrafft wäre nach oben, wäre das irgendwie cool. Also es ist zu großzügig dimensioniert, finde ich, das Moskitonetz. Hätte man ein bisschen passgenauer machen können. Klar, es muss variabel bleiben, weil das Tarp ist ja gespannt und jeder hängt seine Hängematte unten anders. Aber der Unterschied ist ja jetzt nicht mal ein Meter Differenz oder so. Ne? Also ich finde, hier, das ist einfach, das ist zu viel Netz hier. Da hätte man mal noch die Hälfte davon rausnehmen können. Dann wäre das nämlich jetzt hier so ein bisschen mehr oder weniger fast straff. Und ich denke, das wäre insgesamt nützlicher. Was hier ein bisschen fehlt, ist ein Organisator. An die Rutschleinen kommt man zum Glück ran. Die ist nicht fest komplett vernäht im Tarp, sondern geht vorne und hinten durch Ösen. Was den Vorteil hat, dass ich hier eine kleine Tasche dranhängen kann. Schön wäre es gewesen, wenn das von Haus aus schon irgendwas wäre. Bei Amazonas musst du sowas alles extra bestellen, kaufen. Auch die Baumaufhängung, die Baumgurte sind übrigens nicht dazu, weil Amazonas hat ja das Prinzip, du kaufst dir einmal eine Aufhängung für den Baum und hast vielleicht verschiedene Hängematten. So, da hast du eine Aufhängung und kannst die für alle, was man aber bei anderen Hängematten ja auch machen kann. Bei den anderen normalen Prinzipien, wo du mit Schlaufen das einstellst und Karabinerhaken, da klappt hier dann auch auf jeder Aufhängung. Naja, jedenfalls sind dann bei den Hängematten selbst keine Aufhängungen dabei. Die fehlen also hier noch. So, ich hänge mir jetzt erstmal eine Lampe rein. Das Schöne ist, durch den Karabiner, durch die Ridgeline ist das möglich. Ich hoffe, die geht überhaupt noch. Nicht, dass die jetzt ja schon leer ist oder so. Tja, die scheint leer zu sein. Schade. Muss ich noch mal laden. So, dann habe ich hier so eine, die habe ich für 3 Euro bei eBay. Gibt's, hat hier 1, 2, 3. Auf der anderen Seite auch 3 Taschen. In der Mitte kann man hier auch noch was durchstecken. Also alle die jetzt keine, die sich die Ridgeline selber spannen mit einem Tarp, da kannst du hier, oben ist nochmal ein extra Kanal für die Ridgeline, kannst du die durchfädeln. Problem hier, die ist fest, ich komme nicht ran. Ich kriege also das Teil nicht aufgefädelt, deswegen habe ich mir ein bisschen beholfen, einfach mit Sicherheitsnadel vorn, Sicherheitsnadel hinten, hänge ich das einfach nur an die Ridgeline dran damit und dann hält das auch. Das wäre der Plan. So, die Lampe muss ich nochmal aufladen, beziehungsweise ich habe noch eine zweite mit, müsste ich die dann hier reinhängen, dass ich auch ein bisschen Licht habe für die Nacht. Ansonsten, das Tarp ist relativ, naja, das ist schon sehr kurz bemessen. Ihr seht, dort oben ist das schon zu Ende. Bedeutet, also hier ist überhaupt schon die Außenkante, hier auch. Moskitonetz habe ich ganz viel, aber Tarp habe ich nicht so viel. Bedeutet, wenn es mal richtig regnet, jetzt kommt ja ein Lüftchen, die Nacht soll sogar ein bisschen regnen. Also wenn hier mal ordentlich der Wind pfeift und auch der Regen, dann peitscht das Wasser hier an der Seite rein. Dann werde ich wahrscheinlich nass. Ne, dann kann man zwar weiter reinrutschen, dann rutschst du aber in die Mitte und dann liegst du nicht mehr so bequem. Also ich bin mir noch nicht so richtig abschließend sicher, wie praktikabel das ist. Ich werde es aber testen. Ne, ich denke mal, morgen früh kann ich euch dann auf jeden Fall schon mal Näheres dazu sagen zum Amazonas Ultralight Traveler Camp. So, jetzt mache ich das Netz aber erstmal fest, also hier diese Ablage, und tausche mal noch die Lampe, beziehungsweise lade die ganz einfach mal. Ja, auch. Ja, das hängt das so hier rein. Also irgendwie ist ja keine Spannung drauf. Und wenn das jetzt ein bisschen straffer gespannt wäre, wäre das irgendwie besser. Also es ist zu großzügig gehalten hier und zu vernäht. Das ist zu locker. Also generell hat man hier relativ wenig Platz in der Hängematte. Man liegt sehr... Das hält jetzt nur, weil ich mein Knie dagegen lege. Ne? Aber wenn man dann hier... Und dann... Hast du den Arm hier und dann stechen hier die Mücken durch und dann wirst du auch bloß gestochen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Stoff besonders insektenresistent ist. Glaube ich aber nicht. Das Tarp ist schon feinstes Ripstop-Gewebe. Also da mache ich mir eigentlich um Regen gar keine Gedanken. Bis auf die Gesamtgröße des Tarps. Das ist halt ziemlich auf Maß geschnitten, was die Hängematte betrifft. Naja, mal gucken, wie die Nacht wird.
So, hält. Jetzt haben wir übrigens gerade eine Situation, jetzt geht ein bisschen Wind draußen und ich kriege permanent das Moskitonetz ins Gesicht. Ja, wenn ich es wieder nach außen drücke, kommt es wieder zurück. Genau das meinte ich. Das ist natürlich, wenn das straffer gespannt wäre, würde das nicht passieren. Ja, das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe gerade eine Lösung gefunden für das Moskitonetzproblem, weil das immer wieder ins Gesicht kommt. Die Lampe ist ja leer und ich habe noch eine zweite mit. Eine reicht mir hier. Wisst ihr was? Ich lege die einfach rein als Beschwerung. Passt. Bisschen Gewicht aufs Netz und schon geht das auch. Ja, ich meine, man hat ja immer irgendwelche Gegenstände dabei. Ja, und wenn man jetzt natürlich diese Tasche hier oben nicht hat, könnte man auch einmal einfach ins Moskitonetz halt der Autoschlüssel, alles was in der Hosentasche was drückt, reinlegen. Oder wie in meinem Fall halt diese Lampe. Naja, so richtig bequem ist es noch nicht. Ich hoffe, ich finde Schlaf. Wir sprechen uns dann morgen früh wieder. Freunde, ich sage gute Nacht. Bis dann. Bye bye. Guten Morgen nach der ersten Nacht im Traveler Camp. Tja, wie war die Nacht? Wie habe ich geschlafen in der Hängematte? Durchwachsen. Ich habe halt immer noch das Problem, dass ich nicht die richtige Position finde. Egal wie ich liege nicht gut. Das ist jetzt kein Problem von dieser Hängematte hier, sondern ich komme halt damit nicht klar. Hier ist ja eine Isomatte drin. Ist ja extra so ein Fach, wo ich die reingeschoben habe, so für diagonal. Mit der Maßgabe, so diagonal hier zu liegen. Keine Chance, ich kriege das nicht hin. Ich habe es nicht hingekriegt, was zur Folge hatte, dass ich nicht immer auf der Isomatte drauf lag. Und dadurch Kältebrücken natürlich gehabt habe. Also da war natürlich ungedämmt von unten und da wo du auf der Matte liegst, war es warm. Und wenn du ein Stück daneben lagst, wurde es schon ein bisschen kalt durch einen Anpressdruck. Ursprünglich wollte ich erst nur den Schlafsack so als Topkilt nehmen, mich einfach nur so zudecken. Aber da war es ja völlig ungeschützt nach unten. Ich habe hier keine andere Kilt drunter. Wollte es wirklich mal mit Isomatte ausprobieren. Also wenn er das macht, müsst ihr tatsächlich im Schlafsack liegen. So, also richtig im Schlafsack. Was natürlich eine ganz schöne Friemelarbeit ist. Erst hier einsteigen und in der Hängematte in den Schlafsack reinkommen. Hat funktioniert. Ja, aber wenn du dreimal pingeln musst in der Nacht, dreimal wieder neu einsteigen. Es ist sportlich. Okay. Was ich aber cool finde hier, dadurch, dass es diese Gepäcknetze, dieses Fliegengitter hat links und rechts, was übrigens sehr, sehr feinmaschig ist. Da kommt also auch keine Ameise und keine diese kleinen Mini-Fliegen, da kommt nichts durch. Und ich hatte ja gestern gesagt, dass das viel das Material ist und die immer ins Gesicht wedeln kann. Und wenn man das ein bisschen beschwert, also irgendwas da reintut, ist das ein bisschen straffer. Wenn du abends in die Hängematte gehst und deine Klamotten mit reinnehmen willst, ist das wie eine Gepäckablage. Guck, tust alles hier rein. Kann man also mal bequem neben sich liegen haben. Das finde ich übrigens praktisch. Das heißt, hier waren und Hängematten nicht. Das finde ich gut. Als Ablagefach. Und damit hast du gleichzeitig das Problem gelöst, hier Spannung drauf zu kriegen. Das hat es dann nämlich. Ja. So. Jetzt stehe ich erstmal auf und dann gebe ich nochmal ein Fazit zur Hängematte. So, dann schauen wir uns nochmal die Hängematte an. Das Amazonas Ultralight Traveler Camp. So sieht's aus. Es ist schick. Das kann ich schon mal sagen. Und es ist brachial schnell aufzubauen. Also das ist schon mal amtlich. Und für kleine Leute, ehrlich gesagt, ist es auch bequem. Ich hatte ja die Isomatte unten reingesteckt. Da gibt es ja, ihr seht hier unten dieses Fach. Hier ist sie drin. Luft hat auch gehalten.
hatte ich schon meine Bedenken, ob das die Isomatte das aushält, wenn die so in alle Richtungen gedrückt wird, weil so habe ich die noch nie benutzt, habe immer drauf gelegen. Aber die so rein zu knautschen in die Hängematte, das war für mich auch neu, aber hat ja alles überstanden. So, das Ding ist natürlich, dass das Fach schräg angenäht ist. Das heißt, die Isomatte wird schräg reingeschoben, weil man davon ausgeht, dass derjenige auch in der Hängematte nachher für diagonal drin liegt und dann exakt auf der Isomatte. Das ist mir leider nicht gelungen, muss ich dazu sagen. In meiner Hängematte gelingt mir das auch nicht. Ich habe sie schon extra ein bisschen tiefer gespannt, wie ich das von vielen gehört habe, damit es am Anfang mehr durchhängt und wenn man, damit ich mehr Chance habe, diagonal zu legen. Aber mit einer Länge von 2,70 Meter ist das wahrscheinlich einfach zu gering in meinem Fall. Mal ein paar technische Daten zur Hängematte. Ihr habt hier eine Liegefläche von 2,75 Meter mal 1,40 Meter, was relativ schmal ist. Das habe ich auch gemerkt. Die Matte ist bis 200 Kilo belastbar. Also das ist ganz ordentlich. Hier können also auch schwere Menschen drin schlafen. Hat eine Wassersäule von 3000 mm. Das heißt, wenn mal ordentlicher Regen kommt, sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Mit 1,6 Kilo Gewicht ist sie auch noch erträglich. So, wenn man mal unterwegs ist, das Paket. Ja, ist eigentlich so groß wie so mein anderes Quiltpaket, ist annähernd die gleiche Größe wie jetzt die Hängematte mitsamt Tarp. Ja, das vielleicht erst einmal so zu den Werten. Der Überhang vom Tarp zur Hängematte ist auch relativ kurz gefasst. Also wenn stark Regen kommt von der Seite, bin ich nicht sicher, ob das nicht doch so ein bisschen leicht reinregnet. Ich bin in der Hängematte, weil ich war ja im Schlafsack drin, weil ich ja, wie gesagt, keinen anderen Kilt drunter hatte. Natürlich immer wieder von oben so in die Mitte reingerutscht und lag dann immer so in der Kuhle. Und unter mir diagonal die Isomatte, die im Einschubfach steckt, hat aber das Problem, dass die, wie gesagt, diagonal drin war und ich in drin gerade gelegen habe. Das heißt, mit dem Arsch lag ich da zwar drauf, da war es warm, aber so entweder am linken oder am rechten Arm, je nachdem, wie ich gerade gedreht war, merkte ich so die Kälte durchkommen, weil dort keine Isomatte gewesen ist. Da hätte ich mir einen anderen Kilt gewünscht. Wir hatten es ungefähr zwischen 12, 13 Grad die Nacht. Also eigentlich recht warm, aber wenn du direkt Anpressdruck, Schlafsack und nach außen und das wird kalt, da hast du Kältebrücken. Also das müsst ihr wissen. Also wer das so macht, muss tatsächlich diagonal drauf liegen. Mir ist es nicht gelungen. Ich werde es nochmal probieren bei Gelegenheit. Aber sie ist, wie gesagt, nicht wirklich meine Körpergröße. Es gibt auch größere Isomatten oder Hängematten als 2,75 Meter. Ich bin, wie gesagt, 1,85 Meter. Ich müsste vielleicht auf eine 3 Meter Hängematte gehen. Das Camp gibt es aber nur in dieser Größenordnung. Das heißt, für kleinere Leute sollte das normalerweise überhaupt kein Problem sein, dort auch diagonal drin zu schlafen. Und ich weiß von anderen, dass es funktioniert. Was ich hier richtig gut finde, ist das System. Ihr habt wirklich nur diese Baumgurtbänder, die ihr jeweils, also das größte Problem ist, einen geeigneten Baumabstand zu finden. Wenn ihr das habt, einfach die Baumgurte dran an beiden Seiten über das Amazonas-System, die Hängematte, was ein komplettes System ist. Bei mir hatte ich halt nur das Pech gehabt, dass das lose gewesen ist. Ich musste erst mal gucken, wie das drankommt und einfädeln. Aber jetzt ist es ja fertig und ich kann das so lassen, wie es ist. Hier einfach nur ausfädeln, da drüben ausfädeln, zusammenpacken und das war es gewesen. Das heißt, beim nächsten Mal Baumgurte dran, links, rechts, einhängen, vier Stricke, also vier Heringe, abspannen, fertig. So, und dann vielleicht noch innen drin individuell. Und das Schöne ist, wenn das einmal hängt, habt ihr im Nachgang die Möglichkeit, wenn das Tarp einmal gespannt ist, über diesen Strick, über diese Schnalle, jetzt noch individuell die Höhe einzustellen und den Winkel. Müsst ihr also sonst am Baum gar nichts mehr machen. Und das finde ich total praktisch. Ja, es sieht schick aus. Es ist diese typische Amazonasfarbe. Dieses grün, blau, grün oder Petrolgrün, ich weiß gar nicht, wie man das so richtig bezeichnen mag. Ja, kann man mit leben mit so einer Farbe. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ansonsten feinstes Ripstop-Material und es ist extrem viel Platz. Ne? Dadurch, dass das Mückennetz so angenäht ist und das ist wirklich extrem feinmaschig, da kommt gar nichts durch. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht, aber das ist wirklich extrem feinmaschiges Netz. Meine Hängematte hat das nicht. Die hat normales Mückennetz, das ist was deutlich grobes. Da kommen die ganz kleinen Mini-Fliegen, würden durchkommen. Hier kommt gar nichts durch. So, man muss ein bisschen hier drunter durchkriechen, um hier reinzukommen. Das ist ein bisschen, ja, wenn man es einmal gemacht hat,
Wir können ja mal reingehen. Ich musste, wie gesagt, dreimal die Nacht raus zum Pinkeln. Das ist natürlich doof, wenn du dich dann jedes Mal wieder in den Schlafsack einfädeln musst. Schön ist, dieses Netz, ihr müsst hier was ablegen, was zum Beschweren. Wenn ihr das nicht macht, das ist nachher so lose, das kommt dir immer, hängt dir dann im Gesicht. Irgendwas reintun zum Beschweren oder die Jacke ablegen, wie ich es gemacht habe, so als Ablagefach, ist das ideal geeignet. Dann seid ihr da auch safe. Lampe nehme ich gleich mal wieder raus. Die Breite der Hängematte ist schon, ich hing da manchmal also schon hier auf der Kante, ne? Das war, oder hing sogar schon mit den Beinen über der Kante, die ist flach geschnitten. Die ist von den Seitenwänden relativ flach geschnitten. Meine Hängematte, die ich habe, hat ja die gleiche Länge, die ist aber deutlich breiter, nicht nur 1,40, die ist, glaube ich, fast 2 Meter sogar breit. Das heißt, wenn ich da drin liege, geht die Seitenwandung über meinen Kopf. Also ich liege dort wirklich wie in einem Kokon. Hier, wenn ich drin liege, könnt ihr links und rechts rausgucken. Also das ist nur bis, nein, wie soll ich sagen, bis zur Körperhöhe geschnitten. Also, und wenn ihr ein Stück zu weit zu links oder ein Stück weit zu rechts, da liegt ihr schon halb im Netz drin. Da passiert nichts. Aber daran merkt man schon mal, es ist halt für kleine, schmale Leute gedacht. Ne, da bin ich, bin einfach zu groß für diese Hängematte, für dieses System. Muss ich an der Stelle so sagen. Jeder andere hat damit seine Freude. Und ich sag mal, mit 1,6 Kilo, ihr packt das Ding so, wie es ist, zusammen. Ich werde es gleich mal abbauen, mal sehen, wie schnell sich das verstauen lässt wieder in den Beutel und ob ich es überhaupt reinkriege. Und den Beutel könnt ihr ja auch an den Rucksack draußen dran binden und dann habt ihr einfach mal Camp dabei. Ne? Ihr braucht auf jeden Fall eine Isolation. Ich persönlich würde ein Underkilt empfehlen. Also Kombination, das Ding, Underkilt, Schlafsack braucht ihr natürlich auch. Das sind schon ein paar Dinge, die man mitschleppen muss. Ne? Aber was schön war, die Nacht, die frische Luft, das war so herrlich gewesen. Also das tat richtig gut. Ja, ja, das soll es gewesen sein zur Amazonas Ultralight Traveler Camp. Ich finde es eine tolle Matte, wie gesagt, für mich zu klein, das System absolut spitze. Da hat sich Amazonas was einfallen lassen. Na, hier seht ihr schon diese Überhänge und die hängen dann schon mal drin dann auch unter Umständen. Das ist eben einfach was reinlegen, die Mütze und so. Will man ja auch, wenn man im Wald pennt, man will ja seine Klamotten nicht neben die Hängematte hinlegen, da krabbelt nachher das ganze Ungeziefer rein. Oder die Schuhe, ihr könnt auch eure Schuhe in das Mückennetz reinlegen, so einen vorne, einen hinten. Dann habt ihr gleich ein Gewicht, dann ist das beschwert, hängt euch nicht mehr am Gesicht. Und die Schuhe sind vom Boden weg, sind nämlich in der Hängematte, eure Klamotten. Also hier habt ihr die Möglichkeit, ihr habt ja eine Ablage. Das finde ich insofern sogar, der vermeintliche Nachteil ist hier sogar ein Vorteil. Aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite könnt ihr das zwar auch ablegen, aber da ist ein Reißverschluss. Wenn ihr da mal raus und rein wollt, dann fällt das logischerweise runter. Also klappt das nur so richtig auf der einen Seite. Oder ihr legt die Jacke auf die eine Seite. Wenn ihr aussteigen wollt, müsst ihr die Jacke dann in der Hängematte rein, aussteigen. Wenn ihr wieder reinkommt, legt ihr es dann wieder hin. Man kommt gut an die Reißverschlüsse ran zum Auf- und Zumachen. Das klappt einmal frei. Ja. Und das Material ist auch ordentlich stabil. Es macht auch einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Wie gesagt, bis 200 Kilo belastbar. Da geht ein bisschen was. Und ich habe richtig rumgeobert da drinnen. Mich ständig dort wieder hochgezogen. Also ich habe richtig angepackt an der Matratze, weil ich immer in die Mitte gerutscht bin. Mich wieder nach oben gezogen. Also die Matratze, Quatsch, die Hängematte musste einiges aushalten. Also ich war nicht zimperlich gewesen. Hat sie problemlos überstanden. Also überhaupt kein Problem. Ja. Vielleicht ist es ja mal für jemanden was. Ich verlinke sie auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Schaut es euch mal an, checkt es aus. Und für die Abenteurer unter euch, die schon immer gerne mal in der Hängematte schlafen wollen und ein passendes Tarp auch dazu haben wollen und gegen Insekten geschützt sein wollen und nicht ewig stundenlang friemeln wollen, ist das genau das Richtige. Zack, an den Baum, links, rechts, fertig. Und das ist auch der Urgedanke von diesem Camp-Prinzip. Ja. Und ihr könnt eure Klamotten alle mit reinnehmen. Das finde ich eben auch schön. Gut, das war's aber jetzt. Geht raus, genießt die Natur. Bis bald, euer René. Bye, bye.